Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute blicken wir auf das Jahr 2017 zurück. Was es ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Wir schreiben das Jahr 2017. Genau genommen den 19.04.2017, die Geburt vom YouTube-Kanal Stefan Ra. Mit einem ersten Vlog aus Koblenz, natürlich alles mit Handy gefilmt. Moin, hier war ein Videoblog. So, ich stehe hier beim Deutschen Eck. Da habe ich richtig angefangen zu filmen und Videos auf YouTube hochzuladen. Ich hatte Ideen und so kaufte ich den Amazon Stick und stellte den euch vor. Moin und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Da hatte ich sogar noch das alte Intro. Grausig, oder? Ich holte mir meine erste Drohne, die Unique Breeze 4K. Aber auch einige Folgen aus der Domstadt Köln wurden gezeigt. Da winken sie auch. Naja, hinter mir ist RTL. Moin Leute, ich bin wieder in Köln und hab euch mal wieder was vor, euch zu zeigen. Da. Ganz oben soll es hingehen. Viel Spaß. Irgendwann kam ein Ladegerät dazu. Oha, kurz, aber bündig. Aber dann kam die DJI Phantom 3 Drohne. Oh, da war ich selig. Seht selbst. Nun lag der Urlaub nach Ostende vor uns und ich filmte, was das Zeug hielt. Moin Moin aus Ostende. Ich zeige euch mal, was hinter mir ist. Ihr seht, bis da kann ich eine Tour sein, dahinter sieht man das auch. Ja. Das Standardempfangsgebäude in eklektizistischem Stil stammt von Louis de la Censerie. Er ließ sich von Bahnhof Luzern und dem Pantheon in Rom inspirieren. Wegen der dominierenden Kuppel, 75 Meter hoch, wird das Gebäude im Volksmund Spor-wegen-Kathedrale genannt. Das heißt auch zu Deutsch Eisenbahn-Kathedrale. Eröffnet wurde der Bahnhof am 11. August 1905 unter dem Namen Antwerpen Zentral. Jetzt bin ich hier bei einem der größten Radiosender aus ganz Belgien. Q-Musik macht tolle Musik und man kann es über qmusik.be auch hören. Und oben
wenn man da gut, jeden Tag auf dem Strand in Ostende und tolle Musik und tolle Moderatoren, natürlich alles in Niederländisch. Aber ich würde euch mal hier unten in den Link mal reingucken und hört mal den Sender euch an. Ihr werdet begeistert sein. Und da war es schon Weihnachten und Silvester. Was Neues. Bald geht meine Website online, aber seht selbst. Ja, das war der Rückblick 2017 von den Anfängen bis heute über meinen YouTube-Kanal. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und würde mich natürlich über Kommentare hier unter dem Video sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, denn abonnieren kostet natürlich nichts. Und wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert, verpasst ihr garantiert nichts mehr. Das verspreche ich euch. Also, bis zum nächsten Video und ciao.